Herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und wir sprechen heute über Boys. Diese Boys sind weder From the Hood noch sonst was, sondern dieser Boys ist Josef Beuys. Josef Beuys war ein deutscher Aktionskünstler, ein deutscher Professor und er war prinzipiell ein großer Künstler. Und jetzt besprechen wir eine Doku über ihn von 2017 von Andreas Weil. Andreas Weil ist jemand, der hat 9 Dokumentationen gemacht und alle zeichnen sich dadurch aus, dass sie extrem lange Recherchezeit hatten. Dieser Film brauchte allein 18 Monate im Schnitt, den wir diesmal besprechen, und ist einfach ein Mammutprojekt gewesen, weil es so einen gigantischen Berg an Bildern, Fotos und Videos gab, dass es fast über 3 Jahre dauerte, ihn zu fertigen. Worum geht's? Wie gesagt, es geht einfach um Josef Beuys. Und ich möchte mich gar nicht so sehr mit der Person Beuys beschäftigen, weil ich, ehrlich gesagt, auch noch nicht genug von Beuys kenne. Ich kenne Stuhl mit Fett, nicht unsere ersten Kritiken, wo ich da sitze, sondern das ist ein großes Kunstwerk von ihm. Und ansonsten kenne ich von Beuys nur 1-2 Sachen, die dort gezeigt werden. Zeig mir deine Narben oder sowas. Und jetzt geht es mir eher darum, diese Art zu erzählen, wie der Film sich dargestellt hat. Es war eine Dokumentation. Und wenn wir an eine Dokumentation denken, denke ich zumindest persönlich immer, an einen stringenten Ablauf. Wie viele Hitler-Dokus haben wir schon alle im Fernsehen gesehen? Und sie beginnen immer damit, geboren, schlechter Maler, oh ja, Machtergreifung, zack. Hier wird das aber ein bisschen anders aufgezogen. Vor allem ist die Doku auch nicht unbedingt chronologisch aufgebaut, sondern fließt so ein bisschen vor und zurück, was sie sehr interessant macht zu schauen. Sie arbeitet auch mit sehr vielen Schnitt- und Montagetechniken und lässt das Bild sehr sprechen dabei, anstatt einzelne Bilder einzublenden und jemanden einfach nur im Off darüber sprechen zu lassen. So, das ist Josef Beuys. Er wurde geboren, er starb, er lebte in, seine Frau war. Könnte man ja machen. Das wäre aber natürlich eine sehr klassische Doku. Hierbei haben wir wirklich etwas, was sehr damit ringt, überhaupt eine Doku zu sein, finde ich. Es geht schon fast in die Richtung Spielfilm, wie das inszeniert ist zwischendurch. Ist ganz schwer, das in Worte zu fassen. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt... Es wurde nämlich gesagt, dass das ein Spielfilm, eine Spielfilmdokumentation ist. Ich lese euch nämlich mal eine Kritik von Christoph Petersen vom Filmstarts vor. Der zog nämlich das Fazit: Statt Beuys Werke zu erklären, lässt Andres Weil in seinem ansprechend gespaltenen Kinodokumentarfilm vor allem den Kunstprovokateur selbst sprechen. So werden dessen politische, gesellschaftliche, moralische und ästhetische Ideen wieder frisch in die noch immer brandaktuelle Debatte eingebracht. Und dieser Film, der auch beim Deutschen Filmpreis gewonnen hat und einfach ein großer Film ist, ein großer deutscher Doku-Film, der zeigt einfach mal, man kann auch etwas anders präsentieren als stringent und langsam. Man kann die Person Beuys aus verschiedensten Blickwinkeln zeigen. Den Künstler, die Privatperson, sein Leben, wie alles zusammengeflossen ist. Man kann Zeitzeugen befragen und man kann das aber alles mal anders zusammenschneiden. Man kann Bilder in der Montage zeigen. Man kann einfach den Film, man kann die Zeit, so kitschig das jetzt auch klingt, atmen lassen. Man kann sagen, das ist passiert, das sind die Figuren. Und anstatt es halt langsam runterzubeten, zeigt man es ein bisschen energetischer. Man ist einfach mit dabei. Man, zum Beispiel sagte Lennart das, man hat nicht unbedingt was dazugelernt über Josef Beuys. Und da muss man sagen, ist das dann eine gute Dokumentation? Ja, man hat nicht viel dazugelernt, aber man hat sich einen Überblick verschaffen können und viel wichtiger noch, man hat einen Einblick bekommen und vor allem das Interesse wurde angefacht. Weil man musste bei dieser Doku ein bisschen aufpassen zwischendurch, damit man auch verstanden hat, warum jetzt auf einmal ein Zeitwechsel passierte. Das ist so wie wenn man einen anstrengenden Mystery-Film guckt. Da kann man auch nicht nebenbei quatschen, einfach weil der Film einen dazu zwingt aufzupassen. Und das tut diese Doku auch. Ein Grundinteresse für Kunst sollte man bei dem Film auf jeden Fall mitbringen. Aber alles andere besorgt der Film selber. Er saugt einen durch seine nicht linienförmige Erzählung so gut rein, dass man immer wieder fasziniert ist von den verschiedenen Aspekten seines Lebens. Ich meine, der Mann hat viel erlebt. Der war im Weltkrieg, der war hier, der war in
Amerika, der hat, wie viele hatte er mitgemacht? Ich glaube, 3 Dokumentas hatte er mitgemacht. Also das war wirklich ein großer Künstler. Und das zeigt einfach viel, wie strittig seine Werke waren, wie strittig seine Lehrmethoden als Professor war. Und das ist einfach sehr interessant, wie viel sich daraus ergibt und wie man das in so einem Film aufbauen kann. Selbst wenn einen das Thema nicht interessiert, sollte man den Film unbedingt gucken, um mal einen Film in einer ganz anderen Taktung zu sehen. Sowas sieht man selten. Deswegen eine Empfehlung von uns. Erwartet jetzt nicht die super Unterhaltung, den spannendsten Film. Natürlich nicht. Aber Josef Beuys, einer der großen deutschen Künstler, sollte man sich schon mal mit beschäftigt haben. Einer der großen des 20. Jahrhunderts. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal beim Filmdialog.